Die Sonne geht unter und ein neues Let's Play fängt an. So seid ihr es gewohnt, ne? Es ist Nacht und wir starten. An alle Nachtmenschen da draußen, hallo. Ja, schaut euch mal an, was ich hier für ein dickes Teil in der Hosentasche habe. Und zwar diesen Advanced Diamond Drill. Den haben wir uns beim letzten Mal hergestellt. Ist wirklich riesig, das Ding. Und ja, jetzt sind wir auf den Geschmack gekommen. Jetzt, wo wir hier so ein super Sortiersystem haben, müssen wir doch einfach mal gucken. Oder was heißt, ist ja kein Sortiersystem, ist ein Lagersystem. Müssen wir doch einfach mal gucken, dass wir jetzt hier noch ein paar andere Sachen raushauen können. So, also hier diesen Diamond Drill, den habe ich jetzt gemacht. Aber ich habe noch gelesen, dass ihr ganz gerne hättet, dass ich anstatt dieser Werkbänke oder dass ich generell anstatt der Werkbänke, dass ich da ein Project Table für benutze. Und da wollen wir doch mal eben gucken. So, diese Project Tables haben ja die tolle Eigenschaft, dass wir hier, also dass sich unterhalb dieser Kiste noch ein Inventar öffnet, nicht dieses, sondern noch ein anderes, wo man dann auch noch Sachen reintun kann und eventuell auch noch Rezepte speichern kann. Ja, wenn ihr das so haben wollt, ich brauchte es zwar bislang nicht, aber okay, wir machen's. Und zwar, dieser Project Table ist relativ simpel herzustellen. Wir brauchen eine Kiste, wir brauchen ein Crafting Table, Holz und Stein. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch eine Kiste haben. Haben wir sogar zwei Stück. Haben wir denn auch noch Stein? Haben wir auch. Perfekt. Und dann braucht man noch ein bisschen Holz. So, aber wir brauchen auch noch die Werkbänke. Okay, die haben wir nicht. Dann machen wir uns die mal schnell. Also, zwei Stück. Die kommen dahin, die kommen dahin. So, und schon haben wir zwei Project Table. Diese Project Table stelle ich mal formschön hier hin und dahin. Ja, komm, und dann tauschen wir doch einfach mal die Sachen aus. So. Dann kommt das dort rein. Dort und dort. So, und da haben wir schon den elektrischen Schaltkreis. Gut, hier nehmen wir die Carbonplatten mal raus. Die legen wir mal dahin. So, das können wir ja erstmal so lassen. Was wir brauchen ist noch, ach komm, wir könnten ja eigentlich mal mehr Refined Eisen reintun. Euf, nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier Refined Eisen. Oh, da haben wir aber gar nicht mehr wirklich viel von. So, und ich habe ein bisschen Gummi gemacht. Hm, auch nicht wirklich viel, denn diese Maschinerie da vorne arbeitet noch nicht fleißig. Aber hier haben wir noch ein bisschen was gehabt. So. Dann brauchten wir jetzt noch ein bisschen Kupfer. Nehmen wir mal hier Kupfer. Das ist das. Das legen wir jetzt einfach mal hier rein. Ist ja egal. Ne, ist auch Quatsch, was ich tue. So. Und dann nehmen wir das alles raus. So, das da rein. Haben wir eigentlich noch Redstone? Haben wir. Vier, oh, sogar eine ganze Menge. So, dann kommt das auch mal da rein. Aber lass uns doch mal eben noch ein bisschen Eisen schmelzen. Weil von so viel Eisen, na, das tut nicht weh, wenn wir da ein bisschen. So, komm, teilen wir das mal auf. Das geht dann nämlich doppelt so schnell. Aber was wollten wir uns denn eigentlich machen? Ich glaube, wir wollten uns den Advanced Jetpack bauen. Genau. Sehr schön. Dafür brauchten wir einen normalen elektrischen Jetpack. Den haben wir ja hier. Okay, das heißt, und die Carbonplatten, die haben wir auch schon fertig.
Das ist traumhaft. Dann machen wir jetzt doch einfach mal weiter mit den mit den Fiberglaskabeln. Dafür bräuchten wir einen Diamanten. Oh, wir haben auch nicht mehr viele Diamanten. Da müssen wir aufpassen. Müssen wir bald mal neue suchen. So. Und Glas brauchen wir noch. Ja. So, das kommt dann mal dort rein. So, guck dir das an. So. Fieberglaskabel. Glasfieber. Weg, weg, weg. So, so schnell hat man sortiert. So, immer drücke ich auf E. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Wir brauchen noch den erweiterten Schallkreis. Dafür brauchen wir einen normalen Schallkreis. Gib mir den mal bitte. Den legen wir mal hier rein. Dann brauchen wir noch wieder ein bisschen Redstone. Und ich vergesse immer die Anordnung. Alles klar, in die Ecken. Dann brauchen wir noch Glowstone. 1, 2, 3, 4. Ne, 2 brauchen wir nur. Und Lapis Lazuli, meine ich, brauchen wir noch. Also. Lapi. 2. So. Und einen erweiterten Schallkreis. Der kommt dort rein. Dann brauchen wir jetzt noch, die Dinger hier, die sind auch ganz schön übel noch herzustellen. Also nochmal 2 erweiterte Schaltkreise. So, nehmen wir uns nochmal. Dann nehmen wir uns nochmal Redstone mit. Dann nehmen wir uns nochmal Lapis Lazuli und Glowstone. Und der glühende Staub. Hier. So einfach geht das. Aber, warte mal, was wollten wir jetzt mit denen machen? Die kommen... Ach, ich brauche da 4 Stück für. Mein Gott. Reduce, kannst du nicht aufpassen. Gucken wir nochmal nach Kupfer. So. Gib mir mal hier so ein paar von deinen Kabeln. Oh, jetzt mache ich mir schon wieder diese blöden Kupfernuggets. So, und dafür ist halt dieser Project Table besser. Der macht mir dann immer, wenn ich hier ein bisschen was über habe, stellt er mir das her. So. Ganz oft klicken. So, dann haben wir hier auch wieder 30 Stück. Dann 1, 2 weitere rausnehmen. Dann brauchen wir wieder Glowstone. Dann brauchen wir wieder Lapis Lazuli. Und wir brauchen wieder Redstone. So. Gut, dann haben wir wieder 2 Stück. Und zwar, wir brauchen, dann machen wir uns doch einfach mal so. Kommt das nämlich hin? Dann brauchen wir, ach ja, diese blöden Overclocker-Upgrades. Dann brauchen wir also ein Advanced Alloy. Dafür brauchen wir Mixed Metal Ingot, weil es im Kompressor kommt. Dieses Mixed Metal Ingot müssten wir doch noch Mix, wollte ich schreiben. Haben wir kein Mixed Metal Ingot mehr? Haben wir nicht. Warte mal, haben wir das denn schon verarbeitet? Advanced Alloy. Ah ja, hier. Sehr schön.
War das jetzt richtig? Ja, war richtig. Gut, dann brauchen wir also noch ein erweitertes Hitzeventil. Und da stoßen wir auch schon an unsere Grenzen, denn wir haben keine Diamanten mehr. Und für den brauchen wir auch nämlich noch einen Diamanten. Ja, schade. Können wir jetzt gar nicht so machen. Dann müssen wir erst auf die Diamanten warten. Dann legen wir das mal alles wieder zurück. Dann machen wir doch mal Folgendes. Wir flitzen einfach mal rüber Richtung Quarry, obwohl der wird noch keinen Diamanten haben, denn so weit ist er noch nicht. Ja, dann müssen wir vielleicht noch irgendwann mal auf Diamantensuche gehen. Naja, dann machen wir das halt, ist ja auch nicht so wild. Was wir aber dann stattdessen schon mal machen können, wir wollten ja unsere Quantum-Rüstung noch weitermachen. Hatte ich ja auch gesagt, glaube ich, beim letzten Mal, dass wir das noch tun wollten. Aber auch dafür brauchen wir noch Diamanten. Für alles brauchen wir Diamanten. So, und was hier? Ach so, okay. Ja, du arbeitest ja schön fleißig, das ist gut. Ja, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier haben wir schon mal 5 Emeralds. Damit können wir ja auch wieder so eine Seite kaufen. Bei den Dorfbewohnern. Machen wir das hier mal eben weg. So, nehmen wir das mal mit. Ja. Dann gehen wir mal die Dorfbewohner besuchen. Und mal gucken, was der mir dann verkaufen will für eine Seite. Und dann können wir doch einfach nochmal testweise kommen, einfach so eine Moosecraft-Welt erschaffen. Denn die letzte, die ich mir gemacht habe, die ist ja jetzt verreckt, wollte ich schon sagen. Also die ist weggeschmissen. Wo ging es denn hier zum... Da oben, alles klar. Dann machen wir uns da nämlich nochmal eine neue Moosecraft-Welt und gucken... Und dann will ich mal schauen, ob ihr mich nicht angelogen habt, denn es hat jemand geschrieben, ich müsste mich nur unterstellen und dann würden viele dieser Vergiftungen weggehen. Das teste ich dann. Und wehe, du hast gelogen. Jod. Wo hat man denn den Kollegen mit den Rezepten? Warst du das hier? Hallo? Lass uns mal den Mining Grill testen. Boah! Guck mal, was der hier für ein Speed drauf hat. Muss ja aufpassen. Hallo. Ah, okay. Wenn ich irgendwann mal mit Bienen anfange, was ich jetzt demnächst bald tun werde. Du bleibst drin, mein Freund. Nein. Ach ja, ist egal. Dann hau doch ab. So. Pech. Dann wirst du jetzt draußen von den Zombies erlegt. Ah, hier. Geh weg. So. Ah, okay. So, ich nehme mir mal die Bücher von dir und dann kaufe ich mir ein Emerald. Und hier die nehme ich auch mal mit, dann brauche ich sie mir nämlich nicht selber herstellen und das kommt auch mit. So, jetzt guckst du ganz schön doof aus der Wäsche, wa? So, vielen Dank. Da haben wir nämlich schon mal 7. Jetzt haut er ab. So, jetzt hat er alles verkauft, dann ist er weg. Naja, spitze. So, aber irgendwo war doch noch einer, der mir auch Bücher verkauft hat. Gehen wir mal hier gucken. Ah, da sind auch noch Bücher, die ich mitnehmen kann. Ah, der mir Bücher verkauft hat. Ich für einen Quatsch erzähle. Der mir die Seiten verkauft. Der ist noch da. Irgendwo. Wo bist du? So, aber du kannst... Guck mal, ich habe wieder neue Bücher. Hua? Gib her. So, dann gehen wir eben weitersuchen. Was ist denn hier oben? War er da? Hier unten? War ich schon, ne? Ja. Richtig. Dann mal hier gucken. Irgendwo kriegen wir die schon her, die Buchseiten. Na, von hier. Ist keiner zu Besuch. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt mittlerweile zu spät bin und die schon getötet wurden von irgendwelchen Angry Zombies. Na, das ist ja auch durchaus denkbar.
bin ich meiner Pflicht nicht nachgekommen, sie zu beschützen. Da ist der Reducer selber schuld. So, das, du bist doch der mit den Bienen. Ja. Von dir will ich jetzt aber gerade mal nix. So, du hast auch Emeralds. Und du? Komm her. Du verkaufst mir einen Apfel. Du bist ein Held. Ja, war ja fast klar, dass ich jetzt die Buchseiten, dass ich dafür zu spät bin. So, hier waren die Bienchen. Wenn ich das jetzt kaputt hau, greife ich, nehme ich dann an. Kann ich das denn kaputt hauen? Kann ich. Und was haben wir da? Ein... Auf jeden Fall was, was wir brauchen. So, das nehmen wir dann auch schon mal mit. Wie gesagt, dann irgendwann fangen wir dann auch an mit den Bienchen zu arbeiten. Mit den Bienchen und den Blümchen. So, und du warst der mit dem Emerald, ne? Ja. Ja, wie schade. Wie schade, dass ich den jetzt nicht mehr finde. Hier oben war auch nichts mehr drin. Naja, gut, dann wird er wahrscheinlich gestorben sein. Und wenn er nicht gestorben ist, dann verirrt er sich noch heute. Tja. Aber egal, wir haben trotzdem ein paar Sachen mitgenommen. Und das war ja auch nicht das einzige Dorf, ne? Gut, also wir warten jetzt, bis der Quarry dann mal ein bisschen weiter ist. Und wir machen uns stattdessen, wie gesagt, mal eine Mooscraft-Welt. Denn, was ich auch nicht wusste, erst jetzt durch eure Kommentare, in den Ecken dieser Bibliotheken soll wohl eine Kiste stehen mit weiteren Mooscraft-Seiten. Wenn dem so ist, das wäre super. Und wir müssen auch noch in den Nether gehen, denn ich brauche noch zwei Endertruhen, fällt mir ein. Eine für den Quarry und eine für hier vorne, für unser Lagersystem. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir da vorankommen. Unser Haus müssen wir auch noch weiterbauen. Die Wege müssen wir auch noch weiterbauen. Wir müssen noch so viel machen. Erst einmal aber packen wir die Sachen jetzt mal alle weg. So, was bist du? Das brauchen wir nicht. Ja, auch weg, 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 weg. Gut. Laden wir uns mal auf. Ich könnte mir auch einfach ja hier diese Overclocker-Upgrades von hier dann klauen. Ist ja egal, wenn das halt ein bisschen länger dauert. Ah, hier, mein Refined-Eisen. Dich wollte ich ja haben. Gut, du kommst mal da rein. Ja. Aber für mein Advanced Jetpack, da kommen wir jetzt nicht weiter. Wir brauchen... Was wollten wir uns denn eigentlich machen? Ach ja, hier diese Düsentriebwerke, genau. Das erweiterte Hitzeventil. Wie machen wir denn Eisenzäune? Das können wir aber doch schon mal machen, ne? Vielleicht finden wir ja dann bald ein paar mehr Diamanten. So, wir brauchen die... Okay, ja klar, das haben wir jetzt gemacht. Das kommt so angeordnet. Okay. Dann kommt das normale Hitzeventil und das machen wir mit Refined-Eisen und diesen Zellen. Dann nehmen wir das mal raus. Machen uns dann nochmal welche von. Und nehmen uns ein bisschen von dem Refined-Eisen. Und das können wir doch noch eben... Okay. Na. So, dann haben wir schon mal Hitzeventile.
Hitzeventile kommen dann hier hin. Ja, und jetzt brauchen wir noch die Diamanten. Da haben wir schon mal einen. Das ist auch der letzte, den wir hatten. Dann nehmen wir auf jeden Fall den schon mal da raus. Und das. So, dieses Hitzeventil ist jetzt Bestandteil hiervon. So, dann haben wir das auch. Also brauchen wir jetzt nur noch ein Overclocker-Upgrade. Und wie gesagt, das klauen wir jetzt einfach hier raus. Ist egal, bevor wir das jetzt hier mühsam herstellen müssen. Und dann haben wir das auch. Dann kommst du da rein. Ja, und dann sind wir ja schon wieder ein Stück weitergekommen. So, aber dann beim nächsten Mal geht's bestimmt noch weiter. Jetzt gehen wir noch zum Schluss gucken, was denn unsere Baumfarm macht. Ach ja, so ganz langsam dümpelt das hier vor sich hin. 18 Stück. Ja, aber klar, wir haben ja auch zu wenig Setzlinge dafür, als dass das hier richtig knallt. Muss ich vielleicht ein bisschen die Kamera einfach, einfach das Let's Play laufen lassen, die Welt. So. Danke. Und dann geht das schon. So, also, du kommst hier rein. Ja, also, wir haben uns jetzt zumindest die Project Table schon mal hergestellt und wir sind ein ganzes Stück weitergekommen hier mit unserem Gedöns hier. Das hätte ich besser hier drüben reinmachen können und die Sachen da rein, aber das ist ja auch egal. Also, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Das legen wir alles mal zurück. Ach, komm weg. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.